Hallo, liebe Filmfreunde, Teilnehmende der Filmworkshops dieses Jahr, Luckenwalde und Dobrico, liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Freunde. Leider sitzen wir jetzt nicht im Kino, und weil wir nicht im Kino sitzen, aber auch jetzt das Ganze nicht so sanglos auslaufen lassen wollten, machen wir jetzt eine Online-Premiere. Hallo, ich bin Kim Marie. Ich habe im Film Umweltkrimi mitgespielt. Hallo, mein Name ist Emma Felicia Mantek. Hallo, ich bin Svenja. Hallo, ich bin die Mama von Svenja. Hi, ich bin Anton, ich bin 13 Jahre alt und ich war jetzt schon ein paar Mal beim Filmworkshop dabei. Und unser Film ist entstanden mit der Hilfe von bestimmten Organisationen. Was meinst du, liebe Caro? Ja, hallo James erstmal. Schön, dass ich hier aus Stuttgart zugeschaltet bin. Wir sind wieder in unserer kleinen Corona-Ecke zurückgegangen. Ja, weil jetzt ist Tante Corona wieder dran. Da dürfen wir wieder nicht arbeiten. Und eigentlich eine schwierige Zeit. Und fast wäre dieser Filmworkshop ja auch gar nicht, der hätte nicht stattgefunden. Ja? Er hat aber nun doch stattgefunden und das liegt daran, weil einfach bestimmte Institutionen sich zusammengefunden haben und haben es möglich gemacht. Und wer ist das, Caro? Also erstmal unser Organisationspartner wäre das, die VHS Telto Fleming, namentlich Andrea Strieg und Steffen Bednarczek. Ja, und dann haben wir natürlich unsere Zielgruppenpartner. Das wäre die Gemeinde Nuthe-Urstromtal, namentlich Elke Schmidt. Und unseren Bildungspartner Young Images, namentlich James Griffin und Susanne Schmidt. Und, ja. Also Caro, du bist auch dabei. Also Caro Reuker ist auch Teil unseres Vereins und wir freuen uns darüber natürlich sehr, dass wir mit euch Kids, für euch Kids solche Filme machen können, dürfen und unserer Leidenschaft Ausdruck verleihen dürfen. Ja, ja. Jetzt wollen wir euch auch gar nicht so lange auf die Folter spannen und dann würde ich sagen... Hallo. Ich habe es mir schon mal gemütlich gemacht. Mit einem kleinen Sekt. Schließlich gibt es ja was zu feiern. Eine Premiere hat immer auch etwas Festliches. Ich meine, James, du siehst fantastisch aus mit einem Anzug. Warum muss man immer erst bei einer Premiere, warum werden dann die Sachen erst rausgeholt? Ja, weil beim Arbeiten ist das dann doch nicht ganz so toll. Vor allen Dingen ganz verschwitzt und so. Aber ja, du hast ja recht. Man sollte das vielleicht öfter tun. Ja, man braucht mehr Premieren vielleicht auch. Was meinst du? Wir sollten noch mehr Filme drehen. Ich glaube, werden wir auch tun. Was deinen Traubensaft angeht, also ich trinke keinen Saft mehr, ich bin mit Wasser am Start. Sehr lecker übrigens, also guter Jahrgang. Wir können ja dann noch ein bisschen mehr Wasser und Traubensaft trinken, während der Film läuft. Und ich würde sagen, Film ab für Stark für die Umwelt. Da steht drin, wo das Transportgut zu finden ist. Was damit zu tun ist, solltet ihr wissen. Ist noch was? Nein, alles gut, wir kümmern uns schon drum. Sehen, wer das ist. Hier dürfen doch keine Autos fahren, oder? Nee, eigentlich nicht.
Komm, das schauen wir uns mal genauer an. Du Idiot. Boah, ich hab echt keinen Bock mehr auf dich, meine beknackte Arbeit und meine dummen Schulden, die ich noch bezahlen muss. Sei froh, dass es dir nicht so ergangen ist wie mir. Heul nicht so viel rum. Von mir aus kann es ruhig so weitergehen. Immerhin ist das Geld gut. Jetzt komm. Au! Du Idiot! Ist das nicht Spaß? Dass jemand gesehen hat. Hier ist doch niemand. Wir sind immer nicht in der Stadt zu vergessen. Aber auch nicht in der Weiten der Kamera. Pass einfach auf. Ich möchte nicht wegen dir im Knast landen. Nein, ich bin. Alter, kannst du überhaupt was? Scheiße. Oh, fuck. Hoffentlich haben uns die kleinen Tiger nicht gesehen. Mann, und du ziehst die Scheißmaske runter. Hör nicht rum. Ich werde schon mit denen fertig, wenn es sein muss. Hab's mir ja gemerkt. Du wirst gar nichts machen, du Idiot. Langweiler. Wir müssen sofort zur Polizei. Oh nein, Lara, mein Handy hat die Fotos nicht gemacht. Warum nicht? Speicher voll. Oh, echt jetzt, Antonia? Jetzt, wo es fehlt. Ich wünsche mir schon lange ein neues Handy, aber kriege keins. Jammerlich. Eins ist sicher, so können wir auf keinen Fall zur Polizei. Die denken doch, wir wollen sie verarschen. Du hast recht, Justine. Ich habe sie aber ganz genau gesehen. Das reicht nicht, wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Da war so ein Arm mit geballter Faust auf dem Schild. Jep, bin schon am Schauen. Stark für die Umwelt. Susi Schneider am Apparat für Sie. Hallo, guten Tag. Ich hätte da mal eine Frage an Sie. Ja, bitte. Was kann ich für dich tun? Wir behandeln gerade im Unterricht das Thema Umwelt, Klima und Veränderung in der Wirtschaft und müssen ein Referat dazu halten. Nun sind Sie doch stark für die Umwelt. Ja, das sind wir. Meinen Sie, wir könnten zu diesem Thema ein Interview mit den Besitzern der Firma machen? Ich weiß nicht. Die Herrschaften sind sehr beschäftigt, den Müll dieser Welt gewinnbringend zu entsorgen. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich glaube, es könnte klappen. Die checkt da gerade was. Rückt mir nicht so auf die Pelle. Ja, großartig. Ein paar interessierte Kids auf unserem Marketing-Event? Sehr gute Idee, Frau Schneider. Sie sind clever. Macht sich gut in der Presse. Meinst du nicht, Diana? Aber hallo, vielleicht interessieren sich ja die Kinder auch für meinen Vortrag zum Thema Verschiebung der Klimazonen. Alex, mein Krieger, ich werde jetzt an meinem Vortrag weiterarbeiten, damit wir beim Event auch umwelttüchtig aussehen. Mach du, mein Schatz. Umwelttüchtig sind wir ja auch. Also wir freuen uns, euch auf unserem Event zu sehen. Sie wissen schon, dass wir Sie interviewen wollen? Ja. Ein paar Worte dürft ihr schon mit Ihnen wechseln. Gut, wir werden da sein. Danke. Bis dann. Tschüss. Ach, Frau Schneider, bereiten Sie noch ein nettes Werbegeschenk für die Kids vor. Die sind unsere Zukunft.
Und einen guten Brandy für den Bürgermeister. Den mag er doch so gern. Denn Sie wissen, Frau Schneider, er ist für uns die Gegenwart. Ah, die Frau Bredow. Arbeiten Sie auch mal wieder selber oder müssen wir das für Sie tun? Herr Kommissar Müller, Sie haben sich ja eigentlich noch nie verhoben bei der Arbeit. Ich hingegen bin mit Leidenschaft am Start. Was soll das denn jetzt heißen? Ich liebe, was ich tue. Deshalb muss ich mein ganzes Leben lang nicht arbeiten. Ihre Kollegin versteht, was ich meine. Bei Ihnen sieht es irgendwie anders aus. Ist mir egal, was Sie so tun. Ich arbeite jedenfalls für mein Geld. Frau Schmidt, wissen Sie noch was zu den toten Fischen im See? Ein bisschen mehr, als die Pressemitteilung hergibt? Die toten Fische? Ja, auf keinen Fall natürliche Tode. Sondern? Hochgiftiger Sonnenmüll, jetzt schon zum x-ten Mal in unserer Gegend. Diese Verbrecher, naturverachtende menschliche Müll, wenn ich sie in die Hände kriege. Hey, 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 Kollegin Schmidt, hier wird niemand niedergemacht. Das ist im Regelwerk nicht so vorgesehen. Außerdem haben wir nach wie vor nichts in der Hand. Ich sperre sie trotzdem ein. Ich sehe schon, Sie haben nicht mehr als ich. Ich würde sagen, eine Hand wäscht die andere. Sie haben ja meine Telefonnummer. Vielen Dank, sehr verehrte Gäste. Ich bedanke mich für Ihre werte Aufmerksamkeit zum Thema Verschiebung der Klimazonen. Ein Thema, welches uns jetzt schon, aber ganz sicher in der Zukunft in großen Maßen beschäftigen wird oder beschäftigen muss. Vielen Dank. Was ist eigentlich mit der EU los? Alles wird schwieriger. Wie entsorgen Sie eigentlich Ihren Giftmüll? Aber Frau Bredow, genau das ist doch unsere Stärke, wie unser Name schon sagt. Wir haben eine Lösung für alle Arten von Müll. Welche Lösung haben Sie denn? Ach, die Kinder. Sie sind unsere Zukunft. Ja, ja, Herr Stark. Vielleicht könnten Sie unseren Zuschauern ja nahebringen, worin Ihre Aufgabe als Umwelt- und Entsorgungsfirma besteht. Also unsere größte Aufgabe besteht darin, Recyclingmüll wiederverwendbar zu machen. Den regulären Restmüll aus Ihren Häusern sicher und ohne Schaden für das Grundwasser zu entsorgen. Aber unsere Konkurrenten in Europa können das auch ganz gut. Na, das klingt ja großzügig. Was meinen Sie, Herr Bürgermeister? Aber unbedingt. Wir schätzen die Firma Stark sehr. Wenn die Starks nicht großzügig als Geldgeber die Renovierung unseres Schwimmbads unterstützt hätten, dann wäre es ja noch geschlossen. Ja, wir sind großzügig und stolz drauf. Die Konkurrenten sind gut, aber wir sind spendabler. Wir engagieren uns auch für die Forschung und Technik unserer Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Wie man schon aus meinem Vortrag entnehmen konnte. Und was ist mit dem Giftmüll? Na, da sind wir Spezialisten. Sei es noch so giftig und noch so schwer zu entsorgen, wir sind die einzigen auf diesem Gebiet, die jeden Auftrag annehmen. Und wir sind stolz darauf. Ist das nicht mit hohen Kosten verbunden? Ja, leider ist das für unsere Kunden nicht billig, aber wir können es halt. Der nächste See ist ja auch nicht weit. Oh, ist sie nicht herzig? Überlass diese Sachen lieber mal dem Profis. Vielen Dank an Sie, liebe Gäste. Nun laden wir Sie ein, etwas für Ihr leibliches Wohl zu tun. Es ist ein Dankeschön an Sie, unsere Gemeinde, die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt mit Ihnen, bei Ihnen und für Sie. Stark für die Umwelt. Au! Oh, hast du dich gestoßen? Komm, ich besorg dir einen Kühlbeutel. Die nehmen uns nicht ernst. Wir hatten das schon geahnt. Das nervt. Herr Bürgermeister Wegmann. Ich hoffe, es geht Ihnen gut mit uns. Gemeinsam sind wir doch ein grandioses Team. Sie, unsere Gemeinde und Ihr größter Steuerzahler und Arbeitgeber. Also wir. Es wäre schön, wenn Sie später noch für ein Foto mit mir alleine zur Verfügung stehen könnten. Aber selbstverständlich, Frau Stark. Sie wissen doch, wie sehr ich schöne Dinge schätze. Vielen Dank für das tolle Kompliment. Das ist doch ein wenig übertrieben, oder? Die Firma Stark ist der größte Steuerzahler. Ohne die würde es bei uns aussehen wie in der dritten Welt. Ziemlich mies, nämlich. Komm schon, du weißt, was ich meine.
für die Starks? Ist das nicht dieser Typ vom See? Der ist es. Die gleichen großen Augen. Das sind sie. Ja, genau, das sind sie. Hier Post für Sie. Ich gebe Ihnen das jetzt und hier, weil es schnell gehen muss. Kümmern Sie sich drum. Ich bin echt froh, dass ich Sie habe. Herr Stark, Sie machen das immer so nett. Jungs, die Post ist da. Mann, du Idiot, nicht hier! Was los? Hast du Angst, dass wir erwischt werden? Es wird später ferngerecht geteilt. Nicht, dass du schon wieder die ganze Beute allein kassierst. Pussy. Für die Umwelt, Julie Schneider am Apparat für Sie. Ah, Frau Schneider, ich hätte noch eine kleine Bitte an Sie. Alles, was Sie wollen, werte Frau Bredow. Ich habe mir leider vergessen, die Bildrechte der Kinder zu besorgen. Auch wenn Sie ein wenig genervt haben, ich brauche sie trotzdem. Könnten Sie mir sagen, wie ich sie erreichen kann? Stimmt, die haben schon ein wenig genervt. Ich schicke sie Ihnen dann per SMS. Sehr cool, das war's schon. Auf Sie kann man sich echt verlassen. Sagen meine Chefs auch immer. Tschüss. Tschö. Komisch, die Nummer kenne ich gar nicht. Nee. Hallo? Hallo, Therese Bredow hier. Wir trafen uns beim Event der Firma Stark. Ach, jetzt weiß ich wieder. Hallo. Ist die kleine Freche auch da? Sag bloß nichts. Erstmal hauen, was sie will. Ja. Nein, die ist gerade nicht da. Macht nichts. Ich wollte auch nur wissen, was sie meint mit der nächste See wäre auch nicht weit. Na und? Na, wie hat sie das gemeint? Könnte das mit den toten Fischen zusammenhängen? Vielleicht. Kommt schon. Raus mit der Sprache. Da ist doch was mächtig faul. Keine Ahnung. Tschüss. Was war das denn jetzt? Wolltet ihr uns ausspionieren? Sie war gar nicht nett zu uns auf diesem Fest. Warum fragt ihr uns nach toten Fischen? Therese Bredow. Ja. Sie hat schon mal eine fette Firma platt gemacht. Oh, die Großschlachterei, die krankes Gammelfleisch verkauft hat. Die Bredow hat es damals rausgefunden. Sollen wir? Ih, lass mich los! Ja. Hallo, Frau Bredow. Wir sind's wieder. Was ist mit den toten Fischen? Ich habe herausgefunden, dass die Fische durch Chemie vergiftet wurden. Und eure Bemerkung mit dem See macht mich stutzig. Ist die kleine Freche denn immer noch nicht da? Da haben wir ein Problem. Und das wäre?
Wir wissen nicht, wo sie ist. Wie, ihr wisst nicht, wo sie ist? Dieser Typ vom See hat die entführt. Was für ein Typ? Dieser Typ vom Fest, der auch den Müll im See abgeladen hat. Ich konnte den Typ gar nicht leiden. Okay, hab eine Idee. Ich spreche euch später nochmal. Tschüss. Aber bitte, Herr Bach. Stopp, der da. Der? Wirklich, der? Ja, der Typ ist es. Seid ihr euch sicher? Ja, der ist es. Okay. Ah, Frau Schmidt, ich weiß, wer der Fischmörder ist. Wie, der Fischmörder? Na, der Typ, der den Giftmüll im See abgelassen hat. Na, dann mal los. Firma Stark. Echt jetzt? Das wird der Bürgermeister gar nicht mögen, wenn er mitkriegt, dass wir da mal anklopfen werden. Ja, ja, den kann ich mir später immer noch vorknöpfen. Und jetzt los. Ja, Frau Bredow, wo sind Sie? Vor dem Starkgebäude. Und wo sind Sie, bitte schön? Dann fahrt gleich los. Nach Ihrer kleinen Teepause können Sie ja nachkommen. Ich fahre mit den Kindern schon mal hinterher. Nee, so schnell geht das nicht. Wir brauchen was Handfestes. Also ich sehe hier Handlungsbedarf, Herr Kollege. Wie ist die Lage? Alles ruhig. Sie haben uns nicht erkannt. Ihr bleibt hier im Auto. Wenn es brenzlig wird, fahrt ihr sofort los. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Dort ist das Geiselversteck. Heul nicht rum. Ich werde sie doch nur hier behalten, bis wir wieder Post bekommen. Danach bin ich hier weg. Wie willst du damit durchkommen? Und mich reißt du einfach mit ins Hotel mit der Kindesentführung. Wenn du nicht die Klappe hältst, dann mache ich sie gleich kalt. Liebe Kollegin, so macht man das. Ah, Polizei! What the fuck? Willst du etwa, dass die Kleine verletzt wird? Quark dich, du Abschaum, leg das sofort weg! Die beschissene Bohnenstaube kann also treffen. Hätte ich nicht gedacht. Wer sind eure Auftraggeber? Jungs, wie lange wollen wir dieses Spielchen noch spielen? Ich würde sagen, es kommt ganz drauf an, wie lange ihr mich ertragen könnt. Du mit deinem verdammten frechen Maul. Oh. Reden wir mal mit dem Intelligenten. Du weißt längst, dass das Spiel aus ist. Es geht nur noch darum, wie viele Jahre. Raus mit der Sprache. Oder wollt ihr euch etwa opfern? Ihr seid doch eh bloß Marionetten. Oh nein, wir Armen, wir werden ja nur ausgenutzt. Wir sollten euch alles beichten. Oh, träumt vielleicht. Jetzt halt endlich mal eine beschissene Fresse, du Großmaul. Wie viele Jahre können die mir ersparen? Ich mach den Deal. Bin ich froh, dass du wieder fit bist, falls wir dir auf die Fresse hauen müssen.
Müller, Kriminalpolizei. Ja, Sie wünschen? Ich hab drin noch was vergessen. Susi Schneider? Ja? Ich glaube, das ist nicht so dringend. Kommen Sie mal bitte her. Mir entsorgen Sie eigentlich Ihren Giftmüll. Aber Sie kennen ja unser Geschäftsmodell. Völlig sauber und legal, das weiß doch jeder. Wir wissen was anderes. Was erzählen Sie denn da für einen Unsinn? Wir legen großen Wert auf eine umweltsichere Entsorgung. Ich rufe jetzt den Bürgermeister an. Lassen Sie es mal. Sie wollen sich nur lächerlich machen. Er war's. Frau Schneider, wovon reden Sie? Nee, Frau Schneider, wir wissen, dass Sie die Aufträge erteilt haben. Was für Aufträge? Was ist hier los? Hochgiftige Chemikalien. Im See, im Wald, in der Nute. Wollen Sie wirklich mehr hören? Ich habe nur Briefumschläge weitergegeben. Keine Ahnung, was da drin war. Und die kamen immer von ihm. Nein, Frau Schneider. Ich habe Ihnen nur die Bezahlung für meinen Auftragnehmer gegeben. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass Sie das auch korrekt ausführen. Bargeld? Sehr interessant. Und ich dachte immer, eine Krähe stößt der anderen kein Auge aus. Sie sind so ein Lügner. Das waren Schmiergelder, Sie Schwein. Sie können in Ihrer Schmierenkomödie aufhören. Ben und Jerry haben gestanden. Schmiergelder, keine regulären Zahlungen. Natürlich Bargeld, damit man es nicht nachverfolgen kann. Sag ich doch. Aber Sie, Scheinheilige. Nicht so fett, liebe Kollegin. Haben es einfach behalten und Ihre Komplizen betrogen, damit Sie das irgendwo das Gift in der Natur abladen. Frau Schneider, wie konnten Sie? Und Sie, Scheinheiliger, denken Sie etwa, Ihre speziellen Geschäftspartner oder Geschäftsfirmen hätten es nicht illegal entsorgt? Alex, warum nur? Ja, denkst du, dein extravaganter Lebensstil, deine Forschungsreisen und unter anderem deine Pelze wären billig? Irgendwer muss das ja kommen, oder? Sie werden jetzt erstmal auf Staatskosten gefüttert. Muss ich Ihnen die anlegen? Ich hatte so eine Angst um dich, dass dir irgendwas passiert. Wir beide hatten so eine Angst um dich. Oh, das war auch gruselig. Ich hatte auch furchtbar Angst. Oh, das glaube ich dir. Oh, dieser Gangster. Ich hoffe, die kommen irgendwann an. Tom Müller ruft an. Geh ran! Ja? Ja, hallo Kids. Tom Müller hier. Wir haben sie alle eingebucht. Jerry hat gestanden und Ben ist in der Klapse. Susi Schneider wurde wegen Umweltdelikten eingebuchtet und Herr Stark wegen Korruption. Wir haben sie alle. Ja! Wir sind Max, Lara, Antonia und Justine. Wir werden euch erzählen, was in unserem Dorf abging. Wir haben es gesehen und werden es berichten. Wir finden heute keine Fake-Geschichten. Wir saßen uns im Hauptquartier einfach nur herum. Da kam es um die Ecke. Es machte Bum-Bum-Bum. Wir trockten unseren Augen, kommen ein Laster voll mit Fässern. Und zwei böse Männer, die wollten sie verwässern. Doch ein schönes Handy war dann schnell zur Hand. Und wir machten Fotos von dem Tatbestand. Als der Laster weiterfuhr, bekamen wir einen Schreck. Denn die ganzen Fotos waren auf einmal weg. Stark, stark für die Umwelt. Stark auch noch im Team. Stark, stark für die Umwelt. Gemeinsam bekommen wir es hin. Stark, stark für die Umwelt. Im Einsatz für unseren Teich. Stark, stark für die Umwelt. Egal ob arm oder reich. Doch wir hatten Glück. Die Firma war bekannt. Warf diese doch für sich im ganzen Land. Und nach einem klitzekleinen Telefonat waren wir auf der Party auch schon gleich am Start. Dadurch waren wir leider in Gefahr, dennoch die Gangster waren schon länger da. Jetzt wird gefälscht, das Team wird geraubt. Und sind wir ganz ehrlich, keiner hat's geglaubt. Wer kann uns helfen? Wen können wir vertrauen? Wir haben beschlossen, auf Fredo zu bauen. Zur Rettung kam ein Polizeigeschwader. Gangster wurden verhaftet, ohne Wenn und Aber. Stark, stark für die Umwelt, stark auch noch im Team. Stark, stark für die Umwelt, gemeinsam bekommen wir es hin. Stark, stark für die Umwelt, im Einsatz für unseren Teich. Stark, stark für die Umwelt, egal ob arm oder reich. Ich interviewe die Svenja heute zu ihrem Filmprojekt in den Sommerferien.
Svenja, was für einen Film habt ihr gedreht? Stark für die Umwelt hieß der Film. Und welche Rolle hast du in dem Film gespielt? Petra Schmitz, das war eine Polizistin. Und um was geht es in eurer Geschichte? In unserer Geschichte geht es darum, dass zwei Umweltverschmutzer Dreck in den See, Teich, wie auch immer werfen. Und dann sehen das Kinder, die dann, also ein Kind wird dann entführt. Und ja, dann gibt es noch eine Reporterin, die ich sehr mag. Also Petra Schmidt mag sie sehr, weil sie auch meinen Mitkameraden-Polizist nicht mag. Weil der ist immer nur, wenn es sein muss, für Geld mache ich alles. So, ja. Das klingt sehr spannend, sehr guckenswert. In diesem Film habe ich Alexander Stark gespielt. Das ist einer der Bösewichte in dem Film. Und er leitet zusammen mit seiner Frau Diana Stark eine Firma, die Giftmüll umweltfreundlich entsorgt. Meine Rolle in dem Film Stark für die Umwelt, so heißt der Umweltkrimi, den wir gedreht haben, meine Rolle heißt Antonia. Sie ist eine der vier Freundinnen, die die Hauptrollen in diesem Film haben. Sie liefert die Beweisfotos. Sie macht die Fotos mit ihren Handys. Aber dann im Film hat ihr Handy auf einmal keinen Speicherplatz mehr. Oh nein, Lara, mein Handy hat die Fotos nicht gemacht. Warum nicht? Speicher voll. Echt jetzt, Antonia? Ich habe mir vorher schon so ein bisschen gewünscht, Schauspielerin mal werden zu wollen. Aber durch den Film hat es mich motiviert, weiter an meinem Traum zu arbeiten. Ihr lieben jungen Filmemacher, so herzlich willkommen zu dieser Online-Premiere, ein spezielles Event in den heutigen Corona-Zeiten. Ein großes Danke an James und Caro, die das ermöglicht haben, dass wir jetzt hier trotzdem alle zusammen, wenn auch virtuell, irgendwie unsere Filme gucken können. Zur Erinnerung, ich bin die Caro mit K und ich habe im letzten Sommer bei eurem Filmworkshop, bei dem der Umweltkrimi Stark für die Umwelt entstanden ist, die tolle Aufgabe gehabt, als Making-of-Kamerateam dabei zu sein, One-Man-Kamerateam. Und ich habe die ganzen zwei Wochen sozusagen beobachtet, was ihr da tut, habe euch dabei gefilmt, habe euch auch ein paar Fragen gestellt und dann letztendlich einen 30-minütigen Making-of-Film daraus zusammengeschnitten, den wir jetzt heute hier bei der Online-Premiere sehen können. Mir hat es riesigen Spaß gemacht, mit euch zu arbeiten oder zumindest euch beim Arbeiten zuzusehen, sage ich mal. Auch wenn ich schon eine Profi-Filmemacherin bin und das beruflich mache, konnte ich von euch echt nochmal richtig viel lernen und fand es ganz toll, jeden Tag zu sehen, wie kann man Sachen auch machen, wenn man vielleicht noch gar nicht so einen festgefahrenen Blick darauf hat, sondern so jung und frisch guckt, wie ihr das getan habt. Und insofern war das für mich echt eine ganz tolle und besondere Aufgabe und ich bin ganz froh, dass ich das machen durfte. Und jetzt hoffe ich, dass euch der fertige Film auch genauso gut gefällt wie mir und ihr euch nochmal daran erinnern könnt, wie viel Spaß das alles gemacht hat im Sommer. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch irgendwann nicht nur virtuell, sondern auch in echt nochmal wiedersehen können und auch gerne jederzeit wieder zusammen Filme drehen. Also ich bin am Start. Hier im Raum Nute-Urstromtal mit euch Kids Filme zu machen, ist für mich das ist für mich Leidenschaft. Okay, kennt ihr das Wort Leidenschaft? Ja, ich kenne das nicht. Ja, wer kennt es nicht, aber kennt ihr die Bedeutung? Das ist so ein Wort, das man kennt, aber das geht sehr tief. Das ist für mich nicht einfach nur Arbeit, sondern das ist für mich etwas, wo ich mit Herzblut dabei bin und was mir super Spaß macht. Und ich habe hier echt Freunde kennengelernt. Ihr seid meine jungen Freunde und ich liebe das echt. Leute, hört mir mal zu. Es ist für mich auch immer so ein bisschen Lampenfieber drin. Ja? Am ersten Tag weiß ich habe kaum eine Ahnung, was zum Schluss rauskommt. Das ist für mich jedes Mal wieder, als wenn ich an irgendeinem Abgrund stehe und mich reinstürze. Leute, hört mal noch bitte kurz zu. Könnt ihr noch kurz zuhören? Also, wer jetzt nicht die Klappe hält, darf nicht rein.
toll, das auch noch was. Okay, dann gehen wir mal rein. Und ich würde dann gucken, wenn wir die Rollen schon haben und ein grobes Drehbuch, dass ich dann schon anfangen kann, so mit einzelnen Gruppen über Charaktere, Erscheinungen und Kleidung zu sprechen. Ja. Dann würde ich einfach so die bitten, die im Februar dabei waren, dass wir da so im Groben nochmal die Geschichte spinnen, was war davor. Und dann gucken wir uns an, was hat James jetzt aus der Geschichte gemacht im Drehbuch. Für mich ist das noch völlig offen. Das ist jetzt anders zu dem, was wir besprochen haben. Es war vorher, wie wir im Februar uns getroffen haben, also für die, die da waren, war es vollkommen klar, dass die Diana Stark, die alleine war, jetzt ist ja noch ein Mann mit im Spiel, dass die Böse ist. Diesmal ist es anders. Rhythmus sagt euch ja was? Ja. Wisst ihr, wie Rhythmus aufgebaut ist? 1, 2. Das Drehbuch ist noch nicht fertig, weil ich habe ein Drehbuch, das ich geschrieben habe, schon weggeschmissen, weil es mir nicht gefallen hat. So was passiert, aber... Genau. Was ich dazu sagen, was ist Kontakt? Achso, was habt ihr für ein Gefühl jetzt von den von Susi Schneider? Von die werden einfach so abhängig von den Kindern. Das ist tatsächlich das Rohmaterial, das ich mir so reingezogen habe von dieser Szene. Da war's. Ja, da war's. Was wollt ihr denn jetzt was sagen? Die Chefs von der Firma Stark, das ist für mich der Alexander Stark, ist der Anton. Und die Diana Stark, das ist die Lea. Den Navik nehme ich als viertes Kind mit in die Kindergruppe. Ich schreibe ja auch noch Text. Ja. Julio finde ich für Ton sehr geeignet. Und Ben hat das auch gut gemacht. Ja, Abteilung Ton. Der Bürgermeister kommt mit anderen, haben wir gesagt. Und Svenja und Sarah haben zum Beispiel gesagt, die haben beide einen Dirndl. Die würden dann das Kellnern und den Sekt reichen. Echt, mit dem Dirndl? Mit dem Dirndl, ja. Also wir fangen definitiv an, morgen auch richtig zu drehen. Ah ja, cool. Ja, also spätestens morgen Nachmittag. Das wird mit Learning on the Run, echt. Also ja, weil es gibt einfach ein paar Szenen, die können wir wirklich schnell. Da sind die Dialoge speziell im HQ, die sind recht kurz und knackig. Also da gibt es nicht so viel zu lernen. Die können wir bei der Stellprobe, dem lernen wir die so nebenbei mit. So, ihr seid soweit, ja? Ja, denke ich schon, hoffe schon. Okay, dann gehen wir jetzt los. Kamera? Läuft. Ton? Ja. Klappe? Szene 2, Einstellung 2, Take 1. Und bitte. Wir müssen losrennen. Okay, Abbruch. Abbruch. Bitte. Super, was erzählt ihr denn? Nein, stopp, musst jetzt. Es ist so. Nein. Leute, leise. Und als Regieassistent muss ich gucken, dass bei jeder Szene auf seinem richtigen Platz steht und auch den Text kann. Und ich muss mich auch eher um die Requisiten kümmern, dass sie auch alle vorhanden sind. Ich bin mit James jetzt zum zweiten Mal dabei und ich war letztes Jahr auch Regieassistent. Und ich würde es immer wieder machen, weil mit James an der Seite macht es immer sehr doll Spaß. Natürlich gibt es immer so Punkte, an denen man denkt, warum passiert das jetzt ausgerechnet uns oder mir. Aber James schafft es immer wieder, diesen Moment lustig zu machen. Das ist in der Tür, der vorderen Tür. Zurück an eure Position, zurück, Lara, zurück. Bin auch schon auf meinem Platz. So, jetzt,
Seid ihr bereit? Ja. Und bitte. One-Taker, ist der One-Taker. Ja, es ist wie gesagt ein Umweltkrimi und es geht darum, dass eine Firma illegal sozusagen Chemikalien entsorgt und das für Kinder zufällig mitkriegen. Und am Ende kommt eine überraschende Wendung, ganz klar, und ja, mehr sage ich dazu eigentlich nicht. Da ist ja ein Auto! Also ich bin Kamerafrau und ich muss mich halt immer darum kümmern, dass alle Schauspieler sozusagen an der richtigen Stelle stehen und dass ich den richtigen Blickwinkel sozusagen halt habe. Ich bin einmal Schauspieler und einmal bei der Maske, kostümmäßig dabei. Als Schauspieler bin ich einer der Handlanger, Ben. Die Motive sind meistens ganz interessant, weil die guten Leute, die haben meistens so langweilige Motive. Und ein guter Bösewicht, der hat ein interessantes Motiv. Da kann es sein, dass die Moral von dem Bösewicht dem Zuschauer sehr ähnelt und man sich so denkt, warte mal, wenn irgendwas in meinem Leben anders gelaufen wäre, könnte ich genauso enden. Gut, also den nehmen wir. Gut, aber du darfst doch nicht zu deiner Seite ja reingehen. Sonst aber das habt ihr ja da, hat ihr ja auch ja. Ja, sonst funktioniert die Szene mit dem Schild nicht. Ja, ja. Okay. Oh, guck mal, das ist echt der Einsatz, Leute. Ecke, du bist sowieso, ich sag mal, du bist ein Held der Arbeit, aber das ist ja schon besetzt, ja. Nee, ihr wisst ja, was das ist, ne? Nee, das wissen Sie nicht. Das ist doch immer von Elke erklärt, was ein Held der Arbeit. Also ich glaube, zu meiner Zeit gab es das auch schon nicht mehr. Mein Vater war mal Held der Arbeit, ja. Ah ja, genau. Das ist, wenn du die Zahlen bedienst und bist vorbildlich. Ja, vorbildlich im Betrieb, du sagst die Zahlen und dann... Wollen wir loslegen? Mach jetzt. Mach, schneller. Müller hat schon die Nachtpolizei. Ja, die Menschen. Ich hab drin noch was vergessen. Nein, nicht die Ecke. Nein, nicht das Lesen, nur die Drohne. Okay. Susi Schneider. Ja. Es geht, glaube ich, dringend schon sofort. So dringend. Ach, nee, wie? Ja. Dann hat man ja auch schon ein anderes Verhalten, als man selbst ist. Wenn man eine andere Rolle spielt. Ja, und dann zu gucken, wie das dann so ist. Okay, alles klar, seid ihr bereit? Naja, wir arbeiten sehr lange, ja. Dann geht auch mal die Konzentration weg, aber wenn man dann mal so eine kleine Pause macht, dann wird das schon wieder einfach Pausen machen. Leute, jetzt euch ein bisschen konzentrieren, sonst schaffen wir das nicht. Ja, dann müssen wir konzentrieren. Ja, und diese Markierungen sind wichtig. Deshalb, weil sonst werdet ihr nicht gesehen, okay? Das ist also kein Zufall, dass sie da sind. Und bitte. Oh Mann. Jetzt haben sie es ja langsam. Sie werden immer besser, sie werden immer besser. Das Schöne wäre, wenn sie auswendig gekonnt hätten. Aber besser als du. Heute. Früh. Hast du ich habe immer 6 Takes gebraucht. Ja, okay, du hattest aber auch weniger Takes. Warum sind hier so viele Bremsen hier oben? Großartig. Doch, hier sind Bremsen. Wenn sie an der Fahrrad hinfahren oder am Zelt sitzen, ja, dann musst du kommen. Genau, da soll es hin. Ja. Sie sagt, bis jemand fresh durch den Splash. Ja. Und dann noch eine bestimmte Melodie. Ja, das ist cool. Ja, wie gesagt, da waren wir stolz, als wir gerade die Boote haben. Nächste Frage, bist du da morgen dabei? Nee, ich bin morgen nicht alles da. Alles klar, dann nehme ich den Dennis frei mit. Genau, weil Elke nämlich Freitag nicht arbeiten darf. Ja. Genau, also du bist da raus, Dennis ist mit dabei, ihr seid hier. Das heißt, um 7 Uhr fahrt ihr von hier los. Um 7 Uhr ist Frühstück. Ja, um 7 Uhr losfahren, du weißt ja mal, 7 Uhr bis
und noch gemeinsam Eis essen als Freitagsabschluss und die Eltern die Kiddies dann da 13 Uhr auf dem Boulevard abholen. Ach krass, dann ist morgen nur halber Tag. Und morgen ist noch halber Tag. Genau, da ich das Anwaltsbüro ja nur bis um 12 Uhr ist. Wegen des Alpha. Genau. Ja, weil der hat, du musst nämlich ans Gericht. Ja. Das ist schön. Okay, so, dann haben wir den morgigen Tag eigentlich soweit geregelt. Ja, schön. Dann gehen wir jetzt Abendbrot essen. Gehen wir jetzt Abendbrot essen? Abendbrot essen und dann ist... Ja. Okay, ich hab noch eine wichtige Sache. Mhm. Und zwar ist das, dass die Drehumsetzung. Ich hatte heute Morgen das Problem, dass ich gefühlt 200 Regisseure hatte. Das kann ich nicht, geht nicht. Ich möchte hören, was jeder zu sagen hat, aber an der richtigen Stelle. Ja? Weil sonst habe ich ein Problem. Ich habe Chaos. Ja? Ich kann erstens meine eigenen Gedanken nicht mehr hören, nicht zu Ende denken. Die Kinder wissen gar nicht mehr, worauf sie sich konzentrieren sollen, wer was ist. Und ich weiß das zu schätzen, wenn jeder mitdenkt, finde ich gut. Aber sonst kriege ich keine Linie rein. Im professionellen Dreh weiß das jeder. Hier müssen wir es erst lernen. Ja? Und das ist nicht, weil ich so ein Arschloch bin. Selten. Ja? So was einfach. Ja. Sondern weil es einfach so ist. Es. Genau. Wenn Ideen da sind, Input, bin ich immer offen. Aber an der anderen Stelle, wenn wir drehen, bin ich der große Mogul. Okay. Okay, alles klar, jetzt gehen wir. Hey, so. Na, und hast du eine geile Lampe gefunden? Pass mal auf. Wir werden ja von hier drehen. Also ich spiele die Diana Stark, das ist die Frau vom Alexander Stark. Also es war schon immer anstrengend, so ein bisschen auf Tussihaft zu tun, weil sie ja auch so reich ist, also sehr reich. Aber es macht Spaß, die Rolle zu spielen. Warum muss ich das jetzt diskutieren? Ich habe ein Drehbuch geschrieben, habe mir die Nächte um die Ohren gemacht, ich habe ein Bild im Kopf, ich weiß, was ich da verkaufe. Ja? Und du bist die Schauspielerin, ich sage dir, was du machen sollst, und dann machst du das einfach, so ganz einfach. Okay? Nein. James hat eigentlich immer gute Laune und das motiviert dann einen immer, dass man weitermacht. Also ja, macht es sehr Spaß, mit James zu arbeiten. Bitte? Ja, ich weiß ja, dass es 12 ist. Ich muss nicht von jedem sprechen, dass es 12 ist. Ich weiß am meisten, welche Zeit es ist. Alles klar, also bitte noch einmal. Jetzt nehmen wir sie mit. Nee, warte mal kurz. Mhm. Wieso nicht? Wie viel haben wir jetzt? Clara, bin ich im Bild? Ja, mit 11 Uhr. 12. Alexander Stark ist der Leiter von der Firma Stark. Das ist eine Umweltfirma für Entsorgung von Giftmüll und von Müll aller Art. Eigentlich ist er stinkreich, aber der möchte trotzdem noch mehr Geld haben. So, Klappe bitte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich später beruflich in diese Richtung gehe. Ach, Frau Schneider. Stopp! Kein One-Taker. Die Frau Schneider ist hier unten. Es hat sich nichts geändert. Schauspieler. Und vielleicht Regisseur. Okay, also 2. Hat jemand eine Shotlist gemacht? Nein. Hatten wir eben jetzt, ne? Genau. Nee, das. Nein, wir hatten gerade die 8. Jetzt ist die 4. Dann haben wir. Ja, das war's. 1. Wir haben alle. 1, 4, 8. Ja. 1, 4, 8 haben wir. 1, 4, 8. Fertig. Das ist hey, super, Drehschluss. Drehschluss, anpacken. Bereit? Auf einer Ecke und Kante drin. Eins, zwei, drei, vier. Wir sind der Max, Lara, Antonia und Justine. Wir werden euch erzählen, was in unserem Dorf abging. Wir haben es gesehen und werden es berichten. Aber das erste richtige Mal, dass ich wirklich was aufgenommen habe und selbst etwas, einen eigenen Song, den noch niemand vorher gesungen hat, gesungen habe. Ja, es war schon das erste Mal, würde ich sagen. Ich nehme mit nach Hause, dass Film schön ist, dass es vor der Kamera stehen einfach so ein schönes Gefühl ist. Aber ich nehme auch mit, dass man immer seinen Text richtig kennen sollte und dass es sehr anstrengend ist. Ein paar Wörter weg, aber ich finde das klingt geil. Sing es so wie gerade eben und wir machen das dann einfach so. Du musst akzeptieren, dass dein Text komplett verändert wird. Und ich nehme mit nach Hause, dass man immer neue Freunde finden kann. So, den wollte ich eigentlich so als Aufbau vor ein Refrain kurz setzen. Ich finde das, also manche Tage waren sehr anstrengend, das muss ich sagen. Aber eigentlich ist das immer okay.
Also ich finde es jetzt nicht schlimm. So, alles auf Anfang. Bis die Kamera draufkommt. Bis der Wind weg ist. Was hörst du mit Rauschen? Ich lasse es. Ich stehe. Nur Rauschen ist mal cool. Ohne Hände. Ach, voll das Kabel. Super geil. Ach, das Kabel ist gut. Ja, ihr könnt mal gerade Kuchen essen. Aber leise Kuchen essen. Nee. Ich habe jetzt 50 Minuten lang Papier kannst du da reinknüllen und dir was zu trinken. Nein, das war nicht schön, wie wir wirklich bis nachts da hinten standen und gedreht haben. Und als wir dann endlich fertig waren, sind alle ausgerastet. Also Tinnitus. Blocking abgeschlossen. So, und jetzt so wie die Szene wäre. Wenn ich sage, bitte. Sarah. Okay? Und bitte. Sarah. Herr Bürgermeister Wegmann, ich hoffe, es geht Ihnen gut mit uns. Gemeinsam wie mit... Stopp. Mann. Wir müssen wenn ihr angesprochen werdet, dann geht ihr nicht, sondern ihr dreht euch zu ihr hin. Das ist also, du musst dich umdrehen. Du hast doch selber nicht umgedreht. Genau so. Ja, du freust dich, da ist die Frau Stark. Eine Steuertalerin. Okay? Dankeschön. So, jetzt und bitte. Nein, nochmal umdrehen. Wenn er, sie spricht dich ja an, okay? Und hier bitte achten, aufrecht sitzen, Hemd nochmal gerade machen, weil das sieht man nämlich, okay? Und, Lea, bitte. Im Februar haben wir noch so gedacht, dass wir vielleicht ein Gangsterboss wäre. Herr Bürgermeister Wegmann, bei der Veranstaltung, die wir gedreht haben, fand ich mich hier schon bürgermeisterlich, um ehrlich zu sagen. Naja, auch wenn das Wort nicht existiert. Die Firma Stark ist der größte Steuerzahler. Ohne die würde es bei uns aussehen wie in der dritten Welt. Ziemlich mies nämlich. Komm schon, du weißt, was ich meine. Danke, also die war ziemlich... Ich mag ihr Gesicht auf jeden Fall, warum man sich dann doch noch jetzt die genommen. Okay, danke. Ich bin halt in echt meiner Meinung nach nicht arrogant und dann ist es auch mal cool, irgendwie mal in diese Perspektive zu schlüpfen. Und also das mag ich auch im Schauspielern. Ich bin nicht ich, sondern ich kann auch mal in eine andere Person mich reinschlüpfen und ja, die Abenteuer dann zusätzlich erleben. So. Genau. Wenn hier was schief läuft, kannst du probieren, man haut hier sofort ab. Okay? So, das drehen wir jetzt. Das. Da drüben. Ich würde einfach wissen, was ich sagen soll. Ich weiß nur noch, alles so. Kannst du es ihr sagen, was wir mitgeschrieben haben? So, alles auf Anfang. Wo ist der Klappenmensch? Klappe! Die Leute hier, weil ich kenne ja schon viele, weil viele immer mehr mitmachen, aber man lernt doch immer wieder neue kennen und ich habe mich von Anfang an mit allen verstanden und hier sind auch richtig viele Leute witzig und da muss man ständig lachen und das ist echt spaßig hier, ja. Gestern Nacht war eigentlich klar, dass wir ein Lachflash kriegen, es war vollkommen klar. Wir waren ja, sobald wir uns angeguckt haben. War mir vollkommen klar, aus der Nummer war ganz schwer raus. Ich fand es gut, wie Nele das gefangen hat dann. Ja? Ja, und mal die Diskussion, die sind ja normal. Also man sollte nicht immer mit gleicher Meinung sein, weil sonst vertritt man seine eigene Meinung am Ende nicht mehr. Jetzt kommt Refrain, wo alle singen. Stark, stark für die Umwelt. Stark auch noch im Team. Stark, stark für die Umwelt. Gemeinsam kommen wir safe. Wir würden dir das Instrumental aufnehmen für den Song. Das wäre super. Ja, dass das sozusagen da ist. Und dann mit Sarah morgen den Text einzeln, dass du die Spur davon hast und draufpacken könntest. Oder könnte man auch so Schnipselchen, weil das ist ja so ein bisschen jetzt auch die Musik der vier Freunde, ja. Ob man so Schnipselchen hat, die man vielleicht immer mal wieder einblenden kann, wenn die Freunde zusammentreffen oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, mal so 5 Sekunden oder sowas oder 3 Sekunden, dass man sozusagen diese Melodie einmal als Wiedererkennung hat. Genau. Also ich hoffe, dass es halbwegs gut wird. Ich erwarte jetzt nicht zu viel, weil wir sind halt auch nur kleine Kinder sozusagen und meistens und haben jetzt auch noch nicht so die Profi-Tricks oder so.
und man kann halt nicht so viel erwarten, aber ich glaube, für unser Alter ist es schon sehr gut geworden. Ja, von der Seite siehst du schon wie Wunder aus. Da ist noch ein bisschen mehr Dreck noch dran. Darfst du nicht zu viel machen? Ja, also das sieht ja schon fast horrormäßig aus. Nochmal waschen. Kann ich mal waschen. Also Nora, immer, genau, einmal gründlich waschen und dann fangt lieber nochmal von vorne ja. an. Das ist einfach nur Ton, du kannst du das machen. Im Bild. Dann mach ich die Klammer nicht. Nein, mit Justine im Bild. Ist mir jetzt egal. Ja, dann machst du aber das. Der könnte auch. Justine könnte jetzt auch Peter. Wir reden aber mal. Hallo, ich wollte keine Antwort haben. Ich bin hier der böse Diktator. Jetzt hopp. Er war der Schlafmuster. Anfang ist da drüben. Ist der Ton bereit? Nicht die äußeren. Ton ist bereit. Ja. Ich bin begeistert. Guck mal, der Tonmann stirbt da drüben schon. Ja. Ihr so langsam sein. Genau. Du sagst, wir wollen noch was nicht machen. Aufs Kabel treten. Das stellt dich ja in die Beine. Ja, du trittst auch immer aufs Kabel. Wo sollst du denn da hin? Da kommt jetzt noch ein Auto. Nein. Und noch eins. Oh, jetzt kommt der Berufsverkehr. Lass mal bitte nicht rumklappen. Übrigens, wenn du die Klappe auch zumachst, kannst du sie auch wieder aufmachen. Das haben wir jetzt jedem gesagt, der mal die Klappe anmacht. Ja, Gero. Und du bist der Einzige, der es nicht kapiert. Der Einzige, der nicht kapiert. Weil ihr es mir auch noch nicht gesagt habt. Ehrlich. Haben wir. Habt ihr noch nicht. Weil ich Erbsenzähler und Korinthenkacker. Mit sowas mache ich viel. Und du, wegen deinem Korinthenkacker. Du bist so ein Korinthenkacker. Okay, Achtung, läuft noch oder haben wir schon abgebrochen? Du bist ich habe noch nicht mal angefangen. Ah, dann haben wir noch mal Glück gehabt. So, alles auf Anfang, seid ihr bereit? Was möchtest du sehen? Ich suche gerade mal meine Mitte. Ach so, ich glaube, sie ist ungefähr da, wo dein Bauchnabel ist. Klar, der war leider gut. Ich glaube, es ist sauer. Wen hast du schon wieder ver... Was soll ich sagen? Wir haben du schon wieder zusammengeschlagen. Ah, gut, okay. Wir machen gleich nochmal weiter. Wir sind es nochmal angegangen, okay? Mhm. Also, da müssen wir definitiv höher. Ich spiele Tom Müller. Tom Müller ist so ein ganz lockerer Polizist, der immer nur das macht, was wirklich nötig ist. Ah! Polizei! What the fuck? Ah! Polizei! Ah! Polizei! Oh. Ah! Polizei! Polizei! Ich bin doch das Opfer, du Idiot! Ich bin doch das Opfer! Ein Opfer weniger! Hast du das drauf? Ich geb dir gleich auf 12. Cool, danke. Bitte. Dankeschön. Kann ich die Top gerade machen? Welche Brille nutzen die meisten Leute? Also ich denke, dass wir am Ende einen Film haben und dass der Film gut wird. War voll gut. Jetzt habe ich nur diesen beschissenen Teppich auf dem Bild. Weil wir alle irgendwie unser Bestes geben, denke ich schon, dass das dann unseren Anforderungen entspricht und dass wir dann vielleicht wieder zu einem Filmfestival hingehen können. Wenn es brenzlig wird, fahrt ihr los. Ich möchte nicht, dass euch was passiert. Oh, nächste Szene. Ich will mal gerade noch mal gucken, ob nichts verkehrt gemacht hat. Willst du auch gucken? Ja, das okay. Dann ist die Party-Szene gleich. Ja. Caro hat sich ganz entspannte Chill-Out-Mucke gewünscht, die. Eine Art Rockmusik ist das. Ein bisschen im Hintergrund. Badewanne. Ja. Ist das hoch zu warm? Ja. Aber das hat nichts zur Party, das hat eher was von Entspannung und. Ja, soll ja auch eine entspannende Atmosphäre da sein. Ja, aber das ist Badewanne-Atmosphäre. Schön. So.
Wir haben 1 belegt, 2 belegt, 3 belegt, 4 belegt, 5 belegt, 6, 7, 8. Wunderbar. Und wir haben 55 belegt. Das. Also kann das weg. Zack. Ja, da hatte ich bequem rein. Ja, das meine ich. Dieser eine Dreh noch, damit du vielleicht an der Stelle, wo du keinen Stress haben willst, dann auch keinen kriegst. Den könntest du bei, mir lernen. Aber wer sagt, dass ich keinen Stress haben will? Wie du vielleicht in den letzten 14 Tagen gesehen hast, ja, ist es auch mir nicht immer so leicht gefallen. Ja. Kim, ich würde dich bitten, die Axt wegzulegen, wenn sie mich gerade gebraucht hat. Die wird gebraucht. Und pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das hier geht. Ja, so erklären wir es. So, alles klar, es ist mir jetzt egal, jetzt hören wir auf, jetzt ist Drehschluss. Okay? Okay, cool. Alles klar, Drehschluss. Okay. Drehschluss. Also ja, ich bin schon mit einem Vorgedanken hier reingegangen, dass ich gerne mal gucken würde, ob es mir wirklich Spaß macht, auch einen Film zu drehen, und habe ich meine Antwort, ja, es tut es. Komplett daneben geworfen. Ich bin geflogen. Aber das ist ja bei euch ein neues. Julio, komm, komm. Ja. Ah, komm, Kim, komm, jetzt. Okay. Komm her, James. Das ist auf jeden Fall. Super, Caro, super, super, geiler. Großartig. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen, James. Ich meine, hast du den jetzt schon mal gesehen in der finalen Fassung eigentlich? Ja, ich habe den mir schon ein paar Mal angeguckt. Ich finde das wirklich toll, was Caro da geleistet hat. Sie war hochschwanger. Sie war eigentlich super oft da, also, und wenn sie nicht da war, hat sie mir fast schon gefehlt, weil sie so eine ruhige Ausstrahlung hat. Und ja, und man konnte sie sogar ansprechen, um irgendetwas zu helfen in unserem Projekt, was eigentlich gar nicht so dazugehört hat. So hat sie zum Beispiel die Auszüge gemacht. Das ist da, wo man die Drehs, die Szene, wer wann wo mit welchen Dingen auftaucht. Das hat sie gemacht, hat sie angeboten, hat sie gemacht. Man muss auch dazu sagen, Caro ist Profi. Also sie kommt aus dem Filmbereich, hat ganz viel Regieassistenz gemacht oder Produktionsleitung oder Assistenz. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Aber sie ist voll drin. Ja, ja, ausgebildete Regisseurin. Ja. Also von daher, sie weiß, worum es geht. Das ist richtig viel Arbeit. Also Caro, wir bedanken uns ohne Ende für das, was du getan hast. Groß, eine großartige, wunderschöne Erinnerung an diese Zeit. Absolut. Ja. Also da, Caro, vielen, vielen Dank. Und wir gratulieren dir auch
zu dieser ganz persönlichen eigenen Produktion. Und zwar hast du deine Tochter zur Welt gebracht. Und das ist noch gar nicht so lange her. Also wir gratulieren zum Zuwachs und wünschen dir ein tolles Leben mit deiner neuen kleinen Familie. Was hat dir beim Filmdreh am meisten Spaß gemacht? Mit den Menschen zusammenzuarbeiten, wo man weiß, die mögen einen sehr gerne. Und was hat dich bei diesem Film berührt, gefallen oder gar beeindruckt? Dass wir ein wirklich tolles Produkt beim Rohschnitt erschaffen haben. Und den Rohschnitt dieses Films fand ich wirklich wunderschön. Was konntest du bei dem Filmen über dich oder andere lernen? Wenn man im Team arbeitet, kann man alles zusammen schaffen. Und schaust du Filme jetzt anders als zuvor? Nein. Auf manche Dinge achte ich mal so und denke, wie es jetzt sein könnte, aber eigentlich schaue ich sie nicht anders. Okay. Wir müssen uns auch bedanken, und ich will das auch, bei Hilde Steinfurth und Thomas Grieser, die im Auftrag und im Namen von Haus der Kulturen der Welt Luckenwalde im Klasmo diesen ersten Teil des Workshops im Februar vor der Corona-Geschichte betreut haben und angesetzt haben, unterstützt haben. Also da ein ganz besonderer Dank an euch zwei und an euren Verein. Und da war eigentlich der Startschuss für dieses Projekt. Hallo, ich bin Hilde Steinfurth in Luckenwalde. Ich habe hier ein kleines Gästehaus mit Kulturwerkstatt und Café. Und wir arbeiten in der Kulturwerkstatt sehr gerne mit James Griffin zusammen, wenn er ein Jugendprojekt, ein Filmprojekt macht, das dann unterstützt wird von der Volkshochschule Telde Fleming im Rahmen des Programms Kultur macht stark. Wir finden das eine tolle Geschichte. Und wir stellen dann sehr gerne unsere Kulturwerkstatt als Location zur Verfügung oder auch je nachdem schon für Probearbeiten, für Filmarbeiten, auch schon das Umfeld oder auch mal eine Ferienwohnung, wenn sie benötigt wird. Das alles funktioniert ganz gut, weil es macht einfach auch Spaß zu sehen, mit welcher Ernsthaftigkeit und mit welcher Lust an der Arbeit, am Thema, sowohl die Kinder als auch James Griffin zusammenarbeiten. Aber nicht nur sie, sondern auch die Katharin oder die Produktionsleiterin. Also das alles passt ganz prima zusammen. Ist ein tolles Team und ich liebe es praktisch, Teil des Ganzen zu sein. Und es ist ein bisschen stressig manchmal, aber es macht ganz, ganz, ganz viel Freude. Und es ist einfach eine tolle Sache zu sehen, wie Kinder, von denen man gerne sagt, sie können nicht bei einer Sache bleiben, wie sie es schaffen, eine ganze Woche lang an sowas zu arbeiten und dann am Ende ein toller Film dabei rauskommt, den ihr euch unbedingt anschauen müsst. Ganz klar, wir freuen uns schon auf den nächsten. Entschuldigung. Wir haben ein paar Fragen über die Umwelt an euch. Okay. Was würdest du sagen, wenn du Menschen findest, oder dabei erwischt, wie sie zum Beispiel Giftmüll in die Meere schmeißen. Wie würdest du reagieren? Dann würde ich lieber die Polizei rufen, weil die kennen sich da ganz besser aus, anstatt ich. Ich weiß es ja nicht, was da überhaupt vor sich geschieht. Und was machen wir hier? Wir machen einen Film. Eine Mischung aus Dokumentar, Spielfilm, glaube ich. Und es geht um das Thema Umwelt. Und was haben wir über Umwelt jetzt schon gelernt? Dass die Umwelt uns sehr wichtig ist, dass sie sehr, sehr bedroht ist, vor allem durch uns Menschen. Gehörst du auch zur Umwelt? Ein Ja, weil, also ich bin jetzt nicht meine Umwelt, ich bin vielleicht deine Umwelt, weil ich gehöre ja zu deiner Welt, die um dich herum ist. Ich kann ja nur von meiner Umwelt reden, weil ihr seid meine Umwelt.
Und warum glaubst du, brauchen wir die Umwelt? Warum sollen wir die überhaupt schützen? Ohne Umwelt gibt es uns nicht. Und ich würde schon sehr gerne noch leben. Ich war einer von den vier Kindern. Und das Thema haben wir uns halt ausgesucht, weil wir, ja, dass wir die Umwelt viel zu doll verschmutzen. Und deswegen haben wir diesen Film gedreht, dass manche oder andere Leute wach werden und es mitkriegen, dass es nicht so weitergeht. Und wir haben halt nur eine Erde und ja, man weiß ja nie, was als nächstes kommt. Ich glaube, es hat sogar fast vor einem Jahr ungefähr angefangen, als wir uns da mal zusammengesetzt haben im Klasmo und gebrainstormt haben mit Hilde und Elke. Das stimmt. Ja. Stefan war auch dabei, also von der VHS. Das, was da jetzt so entstanden ist, ist so ein Kunstprodukt. Weil es waren ja eigentlich zwei Filmworkshops. Kannst du dich noch erinnern? Ja, genau. Ja, also einmal der im Februar, wo wir eben gesagt haben, wir wollen da das Thema Umwelt noch mehr mit reinbekommen. Also Februar und April. Und genau. Im Februar war die Vorbereitung und im April hätte der Film laufen sollen. Das fiel aber dann schon Corona zum Opfer und wurde abgesagt, alles storniert. Da ging es mir gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie ging es dir dann? Ich hatte die ganzen Stornos. Ja, sagen wir mal, es hält ja noch an. So Solo-Selbstständige, freischaffende Filmemacherin oder Filmemacher ist dann doch nicht so einfach jetzt gerade. Deswegen war ich natürlich auch sehr dankbar, dass wir dann trotz alledem so tolle Workshops hinbekommen haben und das machen durften. Es war natürlich ja mit den Hygieneauflagen, die sehr strange waren, sehr anstrengend. Das hat dann emotional sehr angestrengt, fand ich. Wir saßen dann ja beim Essen alle auseinander, jeder an seinem eigenen Tisch. Jeder hatte seinen eigenen Stuhl auch. Und auch was jetzt so die Sanitäranlagen und so, das war auch alles geregelt. Man durfte nur die Gruppe, die in dem Zimmer auch gebucht war, durfte in dieses Zimmer und so weiter. Es war natürlich toll organisiert vom Haus und eben auch da von Elke, aber es war trotzdem irgendwie eigenartig. Man war nicht darauf vorbereitet. Ja, also emotional war man darauf nicht eingestellt. Organisatorisch war das eigentlich recht gut gemacht. Also Team Carla Rook, das Landschulheim in Dobrikow. Ihr habt uns super verköstigt, ihr habt uns toll untergebracht, ihr habt uns unterstützt, wo ihr konntet. Wir durften sogar euer Fahrzeug benutzen und das kommt im Film auch vor. Ja, viele andere Dinge. Also großartig, vielen, vielen Dank, liebe Carla und deinem Team. Besonderer Dank geht auch an die AWO Brandenburg Süd, namentlich Markus Mauersberger, der ja auch mit dabei war und der sich um die Musik gekümmert hat, zusammen mit Marlon, mit Sarah und mit Clara. Ihr habt den Soundtrack gemacht und ihr habt Musik und Rap entwickelt. Toll, passt auch, ihr hört sie auch. Danke an euch alle. Und hast du denn im Workshop etwas über das Filmemachen gelernt? Ja, es müssen sehr viele Menschen mithelfen, damit ein Film überhaupt entstehen kann. Ich nenne ein paar Beispiele. Der Schnitt, Licht, Kamera, Regie, Ton. Okay. Möchtest du denn sonst noch was dazu sagen? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das war. Hier, Post für Sie. Ich gebe Ihnen das jetzt und hier, weil es schnell gehen muss. Kümmern Sie sich drum. Ich bin echt froh, dass ich Sie habe. Herr Stark, Sie machen das immer so nett. Aber Frau Bredow, genau das ist doch unsere Stärke, wie unser Name schon sagt. Wir haben eine Lösung für alle Arten von Müll. Besonders bei den Dreharbeiten liebe ich dieses Gefühl, endlich wieder vor der Kamera zu stehen und mitzuerleben, wie so ein Film produziert wird. Meine Aufgaben waren hauptsächlich Schauspieler und Cutter, aber ich bin auch gern mal irgendwo anders eingesprungen, falls dort jemand gebraucht wurde. Nachdem ich jetzt schon ein paar Mal dabei war, sehe ich Filme definitiv anders als vorher. Also insbesondere Schnittfehler
fallen mir auf, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich mich sehr für Schnitt interessiere. Also mich haben diese Filmworkshops wirklich sehr fasziniert und ich werde auf jeden Fall mal was in der Richtung später machen. Also wahrscheinlich Schauspieler werde ich da mal ausprobieren, weil ich finde es sehr interessant und spannend und ich freue mich schon auf den nächsten. James, wir wollten noch mal an die Outtakes uns anschauen. Genau, es gab super viel Spaß beim Drehen. Ja, wir haben sehr viel gemacht. Es war manchmal auch anstrengend. Also ich kann mich erinnern an eine Szene, Riesenszene, sehr anstrengend. Die Kids haben super durchgehalten. Sie wussten, es war für ihren Film, ja, nicht für mich, nicht für irgendjemand, für ihren Film. Und sie haben es geschafft. Es war großartig. Und da muss ich auch sagen, also sehr, sehr toll. Also diese Motivation ist großartig, ist einfach nicht zu überbieten. Und man hat dann auch gemerkt, als dann tatsächlich alles abgedreht war, sind alle ausgerastet, freudig umhergesprungen. Also da sind ganz sicher auch, sagen wir mal so, da lösen sich dann die Dämme. Ja. Und es gab ganz, ganz tolle Momente. Und es gab super tolle, lustige Momente. Und da haben sich bereit gefunden, Anton und Giulio haben das Material gesichtet. Ja? Du hast ihnen da, glaube ich, auch geholfen, Caro. Hast ihnen auch was zugeschoben oder haben sie das alles ganz alleine gemacht? Na, die haben das schon ganz alleine gemacht. Ich habe ein bisschen, also Outtakes bedeutet ja eigentlich die Sachen, die beim Dreh jetzt nicht geklappt haben. Das heißt, es ist jetzt kein Making-of, wo eine zusätzliche Kamera ist, sondern die Hauptkamera, mit der eben dann vorher und nachher, wenn da irgendwelche Sachen schief gelaufen sind oder die Kamera einfach weiterlief. Diese Sachen, die sind jetzt da drin verwurstet. Und das haben Giulio und Anton ganz alleine ausgesucht, ausgewählt und zusammengeschnitten. Und ich glaube sogar, dass dein Moment, den du gerade beschrieben hast mit dem langen Dreh, der ist sogar, glaube ich, auch da reingerutscht. Ja, ich glaube, es könnte sein. Wollen wir es uns anschauen? Ne? Giulio und Anton, ganz toll gemacht. Also ich finde es fantastisch. Viel Spaß dabei. Bitte. Super, was erzählt ihr denn? Jetzt muss ich leider schwimmen gehen. Ja, du hast es geschafft. Machen wir aus der Hand, okay? Aus der Hand, ja? Du wirst jetzt ab sofort mein Dingsbild, mein Hintergrundbild. Das kannst du knicken. Ach du Jesus Maria. Das ist eigentlich nur gelb, aber das gelb nicht. Jesus Maria, rette mich in diesem Wir Leben. Haben eine Pandemie von seltsamem Haar. Du hast Glück, dass Haarspray ist her. Nee, ich hab Glück, dass ich keine Haare hab. Und 3, 2, 1. Ich bin dick, rund und gesund und habe Appetit und freue mich über jedes Pfund, das man an mir sieht. Klappe? Klappe bist du übrigens. Achso. Die Karte ist gleich voll. Voll, voll, voll. Die Karte ist gleich voll. Bum, bum. Okay, noch mal ein bisschen näher. Ja, ein bisschen näher. Okay. Ne, warte mal. Ich sag. Nee. Nur ein bisschen näher. Komm mal her. Okay. Und bitte. Hier, Post für Sie. Ich gebe Ihnen das hier und jetzt, weil es schnell gehen muss. Kümmern Sie sich drum. Ich bin echt froh, dass ich Sie habe. Hier, Post für Sie. Ich gebe Ihnen das hier und jetzt, weil es schnell gehen muss. Kümmern Sie sich drum. Ich bin echt froh, dass ich Sie habe. Nämlich voll öde und mies. Dann geh doch zu Netto. Überlass diese Sachen lieber mal den Kindern.
klappt normal. Los, gleich hinten dran. Ja, wir sind großzügig und stolz drauf. Die Konkurrenten sind gut, aber wir sind spendabler. Hey. Mann, jetzt nicht reden. Achtung. Ja? Und Gas. Ah, Polizei! Super. Das Magazin ist rausgefallen. Ich war das nicht. Das war Nora. Stimmt, ich hab gar nichts gemacht. Tom Müller ist in Gefangenschaft. Kamera läuft. Und bitte. Warte, James. Hier. Ah! Poliz! Oh! Ja, Büro, halt. Ist er frei? Endlich. Also das wird Outtakes Take 2. Ja, hallo. Hallo, nehmt ihr schon auf? Hallo. Hallo. Ja. Ja. Also James, das geht ja gar nicht, du schlägst falsch. Ich würde auch sagen, es kommt in die Outtakes. Ah. Ja. Szene 16, Einstellung 30, Take 1. So, jetzt geh mal kurz rein. Geh mal kurz rein. Kurz rein. Du kannst wirklich ziemlich hoch. So, jetzt bist du im Bild. Nun laden wir sie ein. Etwas. Mahlzeit. Mahlzeit. Da haben wir. Oh, Scheiße! Wenn ich sie in die Hände kriege. Ey, ey, ey. Nee. Ich mach sie allen nieder, wenn ich sie. Frau Schmidt, hey, 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 wir machen hier niemanden nieder. Das ja, den Text haben wir schon. Nein, nein, Frau Schneider, lassen Sie die Kinder. Sie sind unsere Zukunft. Alles wird schwieriger. Wie entsorgen Sie denn eigentlich Ihren Igelsmüll? Also, Frau Bredo, Du hast doch... Okay. Jetzt sehen wir das Leben durch einen anderen Blickwinkel. Gibst du mir den Text? Ja, du machst ja gar nichts damit. Piep, 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 piep. Okay, danke schön. Oh. Auf Wiedersehen. Autofahren sollte aber auch schon gelernt sein. Scheiße. Okay, cool. Alles klar, dreh los. Okay. Dreh los. James, du bist ganz doll. Dreh los. Sehr gut. Also ich finde irgendwie, dafür, dass wir zwei Wochen irgendwie nur, kann man ja auch nicht sagen, intensiv irgendwie zusammen gelebt, gegessen, ja. Dort gedreht haben oder so, wir sind so richtig, zusammengewachsen, ja. Und das ist wirklich toll, dass wir durch Outtakes, Making of und sogar diesen Film von einer halben Stunde haben wir, ist ein der ist so voll, diese zwei Wochen, so empfinde ich das zumindest, James. Und das war einfach für mich ein absolutes Highlight jetzt in dem Sommer 2020, der ja doch irgendwie ein eigenartiges Jahr, aber wirklich dieser Sommer, diese zwei Wochen, großartig. Echtes Highlight. Also ich sehe es genauso. Ich habe mich auch richtig drauf gefreut und auch die Kids hatten sich richtig drauf gefreut. Das hat man gemerkt. Und es war viel Freude am Set auch. Also wir hatten so viel Spaß und man sieht das ja auch in den Outtakes. Man sieht's, man hat es gesehen im Making-of. Also es war viel Spaß stark für die Umwelt. Es war viel Spaß am Stark. Was hat dir am meisten Spaß gemacht beim Filmdrehen? Eigentlich hat alles Spaß gemacht, weil James da war. Er hat halt, auch wenn man eigentlich schon beim 20. Take war, man war alles so geschafft und man hatte keine Lust mehr. Und dann hat er noch Spitzen geworfen, dass man dann doch wieder weitermachen wollte. Also mich hat am meisten beeindruckt, wenn die Kinder einen Lachanfall hatten oder James einen hatte. Weil ich durfte auch einen Tag mit Probe gucken, hat mir sehr gut gefallen.
Und es war wirklich auch interessant mal zu sehen, wie oft man manche Szenen auch drehen muss, weil ein Flugzeug kommt, ein Vogel zwitschert, was auf einmal nicht reinpasst. War sehr interessant. Wir danken auch sehr James für seine Arbeit, für seine Unterstützung. Es war sehr, sehr schön. Daumen hoch für alles und macht weiter so. Und wir hoffen, dass wir uns nächstes Jahr gesund wiedersehen beim nächsten Filmworkshop. Tschüss! Tschüss! Mir gefällt das Filme machen, spielen und ich wäre gerne wieder beim nächsten Mal dabei. Ja, James, wie sieht's denn bei dir aus mit nächstem Jahr? Komm, lass uns doch mal einen Workshop machen. Im Bereich Teltow Fläming werde ich keinen Workshop machen. Elke wird irgendwas machen oder bereitet was vor in Sachen Filmworkshop, aber da werde ich nicht dabei sein. Ich werde etwas anderes zusammen mit der VHS Teltow Fläming anbieten. Seid gespannt, also es wird ein bisschen was anderes sein, mehr theoretisch, aber wird auch Spaß machen. Einen Filmworkshop bin ich am Vorbereiten, auch in Brandenburg, Schloss Gollwitz. Wer will, kann sich da Informationen von mir holen, also schreibt mich an, kontaktiert mich, dann sage ich euch gerne Bescheid, was da laufen wird. Soll auch zwei Wochen sein mit Übernachtung, aber es gibt ja ein bisschen Angebot. Also da werde ich was machen in Sachen Filmworkshop. Eine wichtige Sache noch, und zwar wären wir ja eigentlich in dem tollen Union-Kino in Luckenwalde von Herrn Andresen. Und Tante Corona hat uns allen Kulturschaffenden ja ganz schön wieder einen Streich gespielt, denn die Kassen sind leer, die Solo-Selbstständigen arbeitslos und eben auch die Kulturhäuser darben. Ja, und was ist denn da unsere Überlegung, James? Ja, wir möchten folgenden Vorschlag unterbreiten. Zwingen können wir euch nicht, wollen wir nicht, tun wir nicht, da stehen wir eh nicht drauf. Aber vielleicht könntet ihr euer Ticketentgelt, das ihr gezahlt hättet, wenn ihr jetzt im Kino sitzen würdet, einfach dem Union Kino spenden. Und dafür haben wir bereitgestellt das Konto von Young Images. Darauf könnt ihr das einzahlen, wenn ihr möchtet. Das Konto ist unten eingeblendet. Schreibt einfach drauf, Premiere stark für die Umwelt als Verwendungszweck. Und dann wissen wir, wofür es ist, und wir werden es dann an Herrn Andresen und das Kino weiterleiten. Einfach um die Kinolandschaft, um uns, unser Medium, Film und das, was vielleicht ihr auch, wenn ihr größer seid, machen möchtet oder in dem Rahmen vielleicht etwas tun möchtet, dass das überhaupt noch möglich ist. Bleibt dran. War toll jetzt vielleicht diese Premiere so zu machen. Was meinst du, Caro? Ja, ich fand es auch großartig und ich bin auch so ein bisschen so ein Freudentränchen und ein kleines Nostalgietränchen muss ich jetzt verdrücken, weil irgendwie habe ich euch alle echt lieb gewonnen und es war wunderbar, dieses Jahr, diesen Sommer mit euch da zu verbringen und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und dann wieder einen tollen Film zusammen machen können. Mit dir gerne, James, es ist immer wieder eine Ehre und ja. Aber bis dahin, genau, Zeit für Sekt. Ein Besserchen drüben, alles klar. Also macht's gut. Kommt gut durch diese Zeit. Ja. Haltet die Ohren steif und ja. Und wir sind auch außerhalb dieser Zeit für euch ansprechbar. Also für mich ist das ganz wichtig. Ihr seid nicht nur einfach die Teilnehmenden in irgendeinem Workshop, sondern ihr seid auch meine Freunde. Ich habe es auch im Making-of gesagt, ich habe es ernst gemeint, es hat mir nur keiner richtig zugehört an der Stelle. Aber okay. Ich glaube, ihr wisst, dass ich es ernst gemeint habe. Okay, dann würde ich sagen, ciao Leute, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt die Afterparty. Afterparty. Oh, das ist ein cooler Bisschen Spaß und Schreiben. Ja.